Die NXG Jagdtour ist eine günstige Einsteigerarmbrust, die auch wirklich Wumms hat. Und zwar im klassischen Armbruststil. Wenn du wissen willst, was dieses Teil kann, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der Reini Rossmann vom Survival Show Problemskunst. Schön, dass du dabei bist. Da ist sie nun, diese NXG Jagdtour. Und wenn du dir anschaust, das ist halt schon eine fette Armbrust, seine Einsteiger-Armbrust für schmales Budget. Ich gebe da unten den Link. Und du kriegst aber viel Armbrust und die hat wirklich, wirklich Wumms. Technische Daten findest du natürlich auch alle bei mir im Shop. Sie ist recht leicht, sie ist kompakt, auch sehr, ja, sehr gut zu schießen. Das wirst du jetzt dann nachher gleich sehen. Im Standardangebot ist ein Leuchtpunktvisier dabei und da sage ich gleich eines dazu. Also ich möchte mit dem Nachteil von diesem Teil anfangen. Wenn du das bei mir oder auch woanders oder sonst irgendwo kaufst, dann wirst du mit diesem Leuchtpunktvisier, das da mitgeliefert wird, einfach nicht zufrieden sein. Warum? Weil das Teil wirklich, 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 wirklich Power hat und das bedeutet, es entsteht Vibration. Und das geht immer wieder auf dieses Leuchtpunktvisier hin. Und das ist mir mit der Zeit einfach, ich habe die Armbrust über ein Jahr jetzt schon. Das ist mir ganz einfach kaputt geworden nach einiger Zeit. Und daher keine Empfehlung. Das war auch der Grund, warum ich so lange dann getestet habe, ich mir gedacht habe, vielleicht geht die Armbrust gesamt kaputt. Ja? Vielleicht ist nicht nur das Leuchtpunktvisier Gacker, sondern auch die Armbrust, aber dem ist nicht so. Das Ding kann wirklich was. So, und jetzt baue ich dich nämlich einmal gleich um. Jetzt geht's ins Unterstübchen. Weißt du, ich habe ja schon sehr viele Armbrustvideos gemacht und ich stehe irgendwie auf Schnellschussarmbrüste, auf die stehe ich irgendwie. Das ist bei dem hier nicht der Fall, weil da brauchst du das hier. Wenn ich so drüber nachdenke, zum Beispiel die Cobra, die Cobra R9, ja, die du mit einem Hebel spannen kannst. Oder zum Beispiel, ich habe ja vorgestellt eine Steambow, ja, da habe ich zwei, die Stinger und diese mit der Pressluftflasche oder auch die Raven, ja? Das sind alles so Armbrüste, da gehst hin und sagst, ich kurble oder ich drücke auf irgendein Knopferl und die Sache ist erledigt und das, du siehst, das ist halt hier nicht der Fall. Das braucht wirklich deine Kraft. Ja? So, aber dann ist sie gespannt. Du spannst sie bis ganz nach hinten, bis zu dem letzten Punkt, das hat das auch, du hast es auch sicher gehört, hat es klack gemacht. So, dann hat sie eine Abzugsicherung, also erstens einmal hier eine Sicherung und zweitens, es muss auch ein Pfeil oder ein Bolzen, über das können wir noch diskutieren, eingespannt werden. Standardmäßig sind auch so Bolzen dabei oder Pfeile. Jetzt ernsthaft, ich kriege immer wieder ganz böse Kommentare. Reini, das sind doch Bolzen. Naja, irgendwie schauen die nach Pfeilen bei mir aus. Ich weiß nicht. Aber wie auch immer. Ob du jetzt einen Bolzen oder einen Pfeil verschießt, denk das ganz einfach, ja? Die dabei sind in dem Set, die sind auch Schaß mit Quasteln, wie man in Österreich sagt. Weißt du warum? Die werden relativ rasch kaputt. Das sind so Aluminiumteile. Und wenn du jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt hier hinten mein Ziel stehen, wenn du da drauf schießt und daneben schießt und die fahren in die Erde ein oder treffen irgendeinen wirklich härteren Gegenstand, dann zerwurzelt es, die verbiegen sich, die werden kaputt. Ich habe jetzt hier Carbonpfeile. Kriegst du auch bei mir natürlich im Shop. Die kosten jetzt momentan einmal ein bisschen mehr. Speziell, wenn wir jetzt im Low-Budget-Bereich sind. Aber das lohnt sich. Weißt du, das lohnt sich wirklich, weil du mit denen super Präzision zusammenbekommst und einfach glücklich sein wirst. Und die auch lange halten. So, dann wird das eingespannt. Da gibt es hier, es gibt nur eine Feder bei diesem Bolzenpfeil, die rot ist. Das kommt nach unten und wird jetzt eingespannt. Und hast du das gehört? Da wird ein Hebel nach hinten gesetzt. Weil mich manche Leute auch anrufen oder bei WhatsApp bei anderen Armbrüsten und sagen, ich schieße nicht. Dann sage ich, schick mir bitte ein Foto bei WhatsApp und dann passiert das, dass der Pfeil nicht ganz da hinten liegt. Der muss wirklich ganz anliegen. So, und jetzt bist du dabei. So, jetzt habe ich den eingespannt. So, ich habe jetzt ein Barnett Leuchtpunktvisier, kriegst du natürlich auch bei mir im Shop. Oder irgendein anderes Leuchtpunktvisier. Bitte, ich schau. Jetzt sagst du, Rainer, du willst mal irgendwas verkaufen? Nein, mir wurscht. Ja. Kauf einfach nur das Set und schau einfach, ob du damit zurechtkommst. Mir ist es einfach am Weg gegangen und es war fürchterlich. Aber ich habe viele Leuchtpunktvisiere. Ich habe jetzt hier das Barnett drauf montiert, weil das sehr gut passt. Und das Barnett, das hat jetzt folgenden Vorteil, dass du drei Punkte hast. Das heißt, du kannst auf mehrere Distanzen schießen. Weil bei der Armbrust, wenn du auf weitere Distanz schießt, das fliegt ja wirklich so. Ja, macht es bei einer Kugel wahrscheinlich auch, bei so einem Projektil aus einem Gewehr oder ganz sicher auch. Aber da ist der Abstand auf kleinere Distanzen gar nicht so groß. Aber hier ist das einfach nötig, wenn du dann einmal weiter weg schießen willst. Und das geht mit dem Ding ja auch ganz locker. Na gut, jetzt habe ich eh schon geredet. So, dann
Visieren. Ja. Entsichern. Durchzählen. Wo bin ich denn da hinkommen? Das wollen wir wissen, oder? Schlecht. Den letzten habe ich immer schön da zusammengebracht, aber da war so, naja, so unglücklich bin ich jetzt auch nicht, aber trotz alledem. Und du siehst auch, da ist ein Drahl, der da entsteht, weil die Feder, die war unten und der hat sich jetzt richtig schön da reingedreht. Und ja, bin aber mit dem Ergebnis grundsätzlich nicht unzufrieden. Ja, standardmäßig ist bei der NXG Jagd 2 auch dieser Köcher für drei Pfeile oder Bolzen dabei, damit du die immer mit dir führen kannst. Das ist auch sehr, sehr praktisch. Fehlt auch nichts raus, ist gut gemacht. Aber bevor ich jetzt den nächsten aufspanne und dir noch zeige, wo das einzufädeln ist, eine Sache. Hörst du das? Dass die Sehne, das ist wirklich eine fette Sehne, kriegst du auch eine Ersatzsehne natürlich bei mir, aber die reibt hier auf dieser Schiene wirklich fett dahin. Und da ja da doch einiges an Power und Kraft dahinter ist, musst du da auch der Armbrust Liebe geben. Wirklich, du musst der Armbrust Liebe geben. Also hier gehört, also ich weiß schon, da diskutiert man auch immer wieder. Ich nehme halt Silikon und andere sagen, Silikon schlecht und ist ja wurscht, mach was du willst. Auf jeden Fall, du musst schauen, dass das hier nicht zu viel Reibung kriegt. Ja, dass das nicht zu viel Reibung kriegt, denn mit der Zeit wird sonst die Sehne, die verarbeitet sich so richtig. Und ich habe von Kunden Bilder schon gesehen, also die löst sich komplett auf, wenn man da nichts tut. Und daher ist das ganz wichtig, dass du, also der Hersteller sagt nach fünfmal Schießen, Blödsinn, ja, weil da wirst du ja nicht fertig. Jetzt musst du mal aufspannen mit deiner Muskelkraft, das bockt da und dann musst du alle fünf Schüsse, musst du irgendwas das ist aus Haftungsgründen, glaube ich. Aber nach jedem Schießtag würde ich da schon ein bisschen was reingeben. So, da unten ist das, da steige ich drauf, da ist dieser D-Ring hier sozusagen, oder ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, da steige ich einmal rein. Und dann ist hier hinten eine Nase, da, diese Nase hier. Und in dieser Nase, weiß nicht, sagt man halt so, ja, klingt komisch, ist aber so, in dieser Nase, hallo Puppi, ja, schau her mal, in dieser Nase gibst du hier diese Spanneinrichtung rein. Du Peppi, du bist auf Sendung, geh ein bisschen auf Zeiten, komm Hoppi. Da geh rüber, da, psch, da. So, und dann spannst du hoch, bis es Klick macht. Und wenn du glaubst, naja, das kann ja nicht so schwer sein, dann sag ich dir, ja genau. Also ich kann mich an den Muskelkater erinnern, wobei ich bin auch nicht allzu gut trainiert, böse rein, ich weiß eh, dass ich das eigentlich anders haben will, aber ich habe momentan so viele Buchprojekte und andere Geschichten am Hals, dass ich mir da keine Zeit nehme, aber egal. Das geht wirklich rein, bis ich das Teil hier eingeschossen gehabt habe. Das hat wirklich gedauert und ja, da spannst du schon mal so auf. So, jetzt ist das Teil wieder einsatzbereit. Es ist aber so, und ich ziehe jetzt da nach hinten, du kannst nicht abziehen, weil ich den Sicherungsbolzen nicht nach vorgeben habe. So, das nächste ist, da steht es eh, bitte nicht Tri-Fire. Das heißt nicht ohne Pfeil schießen. Das ist nicht lustig, das ist nicht gut. Ich habe zum Beispiel bei der Stinger, mit der Pressluft, da hat einer einen Bulldog gekauft, ein Kunde, und hat dann Tri-Fire gemacht. Also der hat's den Wurfarm zerrissen. Also das tut man nicht, das ist Punkt A. Und Punkt B, manchmal kommen Leute zu mir und wollen Armbrust schießen, also bei meinen Kursen wollen dann Armbrust schießen und dann schießen wir mal. Und wenn die dann so komisch da so, ich mache es jetzt nur so symbolisch, da so reingreifen und von oben reingreifen, dann kriege ich immer die Krise. Weil wenn da jetzt das Handy da dazwischen ist und die geht aus irgendeinem Grund los oder man hält sie nicht an den dafür vorgesehenen Positionen, nämlich so irgendwie, Halleluja! Das ist sicher keine lustige Sache. Also da ein bisschen aufpassen, besonders bei dieser Armbrust hier, da macht das keinen Spaß. Wenn ich mir dann Stinger Steamboat zum Beispiel Tri-Fire mache, ist das auch nicht gut, aber wird er überleben und du auch. Aber bei dem Teil hier ist das schon ein bisschen anders. So, noch einmal. So, und jetzt will ich eigentlich das machen, das spielt es aber nicht. So. Sparen wir gleich noch einmal auf. Jetzt gehen wir mal ein bisschen auf Zeit. Ich halte jetzt ein bisschen die Schnauze, sondern versuche ein bisschen schneller aufzuspannen.
Komm, komm. Aber das ist ja mit dem Gewurstel da. Und ich bin ja auch ein Wurstel, was das betrifft. Das ist ja Wahnsinn. Fürchterlich, so. Dann legen wir es gleich am Boden her. So, rauf. Pfeil. Rote Pfeile nach unten. Ich will immer das machen, was ich bei den anderen Armbrüsten mache. Aber das spielt es halt nicht. Dafür ist sie günstig. Ist eine gute Einsteiger-Armbrust. Ist zum Schießen, wenn man mal ein bisschen mehr Power haben will. Gute Sache. Und wer seine Rückenmuskulatur trainieren möchte, kann ohnehin nichts Besseres tun. Aber immer vorsichtig und immer gut aufwärmen, wird der Ovi sagen. Mein Coach und Trainer. So. Gut, und jetzt gehen wir wieder hin. Nein, ich bin total unzufrieden, muss ich wirklich sagen. Ich bin echt total unzufrieden. Also es geht normalerweise besser, ich habe heute einen schlechten Tag. Ja? Alle verzogen, fürchterlich. Na gut, ist halt so. Aber du siehst, der Drall, ja, der Drall, der da passiert, weil die haben sich schön gedreht. Ja, die roten Pfeile, die sind da oben oder Bolzen, wie auch immer. Kann man auch da schön rausziehen. Und wie gesagt, ich würde dir Carbon-Pfeile empfehlen. Mit denen hast du lange Freude. Du kannst die Feldspitzen austauschen. Entweder wenn deine Feldspitzen kaputt werden oder wenn du trainierst für die Bogenjagd, fürs Ausland zum Beispiel, mit irgendwelchen Broadheads, das ist alles möglich. Also ich würde da ein bisschen Geld in die Hand nehmen, weil dann hast du auch wirklich schöne Präzision, wenn du das kannst und nicht so wie ich. Ja? Und du hast lange Freude an den Bolzen. Ja, alles in allem ein sehr solides Produkt. Ich habe lange damit gehadert, ob ich ein Video dazu mache und ich sage ja, tue ich. Wenn du dir andere Pfeile noch besorgst und wenn du das Leuchtpunktvisier auswechselst und damit zurechtkommst, dass du halt immer spannen musst, dann ist es absolute Armbrust, die ich dir empfehlen kann, nämlich auch zum günstigen Budget, damit du mal in die Sache einsteigen kannst. Eine Sache noch, weil ich das angesprochen habe, es ist sehr viel Kunststoff, also der Schaft zum Beispiel ist Kunststoff und das Griffmaterial hier oben, die Schiene ist natürlich aus Metall. Eine Sache noch, den kann man natürlich auch umstellen. Da gibt es jetzt, du siehst, das ist hier eine Picatinny-Schiene, da gibt es da Schrauben und du kannst das noch an dich anpassen, so wie du das gerne hast. Insgesamt eine runde Sache. Ich bin sehr zufrieden damit und ich glaube, wenn du auf der Suche nach sowas wirst du das auch sein. Wichtig halt hier diese Pflege, aber da ist es ohnehin so, alle die bei mir Armbrüste oder solche Teile hier kaufen, kriegen ja eine Videoanleitung, wie man das pflegt, grundsätzlich wie ich das angehe, wie man Leuchtpunktvisiere einschießt, wie man Zielfernrohr einschießt, das kriegst du ja bei mir immer alles dazu, das heißt, schau dir das dann ganz einfach an und das war's. Ja, ich mag dich um einen Kommentar bitten, wie siehst du das, ja, hast du diese Jagd-Tu? Erzähl uns da ein bisschen was deine Erfahrungen oder stört dich das, dass man das immer aufspannen muss mit dem Gurt oder ist dir das eh wurscht oder findest du das auch cool mit den Schnellschussarmbrüsten? Ich gebe da oben das Video zu der Cobra R9 Schnellschussarmbrust. Erzähl uns da bitte ein bisschen was dazu, das wäre sehr, 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 sehr nett. Ja, Daumen nach oben oder nach unten, Link zu den Produkten, auch zu den Pfeilen und zu den Leuchtpunktvisieren findest du hier unten. Abo, wenn es das erste Mal hier bist. Aber andere Videos zum Anschauen, hat mich gefreut, dass du wieder dabei warst. Und ich spanne mir jetzt wieder einen auf und schieße noch einmal eine Runde, damit das besser wird wieder. Ja, also, dein Reini Rossmann, bis bald, ciao.